Willkommen zu Frequent Traveler TV zum Meilenmittwoch. Eine Sendung nach der anderen im Galopp durch die Themen heute durch. Eben die frisch gepresste Sendung für den heutigen Abend. Ansonsten die frisch gepressten Meilen-Mittwochs-Highlights-Themen jetzt für euch. Finnair hat Avios eingeführt. Was heißt das? Hat das für euch Vorteile? Ist das toll oder nicht so toll? Dann haben wir Payback geht in die nächste Runde mit DM, Drogeriemärkten. Wir haben dann einen Deal mit Aer Lingus war es, genau. Und zwar Business Class Budapest nach Wien für 1049 Euro in der Business Class, habe ich Wien gesagt? Washington. Budapest nach Washington in der Business Class für 1049 Euro. Ach, Mann, denke ich wieder an Wien. Und dann natürlich hat Lufthansa Miles & More den Mileage Run kaputt gemacht mit den Änderungen. Ich hatte da einen interessanten Talk mit einem Kunden, der sagte, Mileage Run wäre tot. Ich muss ehrlicherweise sagen, die Flasche hat kein Wasser mehr, also ich bin gleich tot. Und es gibt bei IAG einen Private Sale mit 20% Rabatt oder bis zu 30% Rabatt sogar. Ja, da können wir direkt in die Themen einsteigen. Ich hoffe, ihr seid gut reingekommen. Denkt dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, Like da zu lassen, Kanalmitgliedschaft zu machen und dann natürlich auch zu kommentieren. Ich danke für eure Liebe. Wenn ihr Fragen, Sorgen, Ängste, Nöte habt, hier WhatsApp. Gerne. Das erste Thema, was wir haben, das ist das Thema Finnair Plus. Ich selber bin ja bekennender Finnair Plus Fan und die Währung und die Umstellung auf Avios hat am Wochenende geklappt. Ich habe mein Konto überprüft, ich habe das Gefühl, ich habe mehr Punkte, als ich eigentlich dachte. Und da könnt ihr jetzt natürlich sagen, das ist ja toll. Aber die Frage ist natürlich, ob das Avios-Thema gut ist oder nicht. Also das Erste, was ihr machen solltet, ist, wenn ihr einen Screenshot gemacht habt vor der Umstellung und nach der Umstellung, dann solltet ihr euch das angucken, dass das auch geklappt hat. Das wäre das eine. Dann das andere ist es so, dass man natürlich mit den Avios auch Vorteile hat, die ich persönlich auch sehe. Ich kann endlich meine Qatar Airways Avios über British Airways zum Beispiel ab Frühjahr irgendwann jetzt, weil ist ja gerade Frühjahr, aber gut, man weiß ja nie, wann Finnland Frühjahr ist. Im Moment ist ja noch Schnee, aber es schmilzt. Es sind plus gerade in der Nacht angekündigt dieses Wochenende, dass man dann logischerweise dort dann die zu anderen Programmen transferieren kann. Die Vergabe von Status ist umsatzbasiert und auch die Punktvergabe ist umsatzbasiert, habe ich fast gesagt. Das heißt also, wer ein Plus Basic Member ist, kriegt 6 Punkte je 1 Euro Umsatz. Wer Silber, es kriegt 7 Punkte je Dings. Wer Gold, es kriegt 8 Punkte je Euro. Dings ist immer Euro, 1 Euro. Finnair Plus Platinum kriegt 9 Euro je Umsatz und ein Lumo kriegt 10 Punkte pro Euro Umsatz. Man braucht 15.000 Tierpunkte, um Silber zu werden. Heißt also im Prinzip, wenn man sich das anguckt von unten, könnt ihr mal ausrechnen, wie viel 1.000 Euro Umsatz ihr braucht, um diesen Status zu bekommen. Sapphire sind 45.000 Tierpoints, Platinum ist 80.000 und Lumo sind 300.000. Davon müssen 250.000 mit in Finnair erflogen werden. Also könnt ihr einfach ausrechnen. Wenn wir jetzt einfach sagen, beim Lumo sind 300.000 und ihr wisst, dass ihr 10 Punkte kriegt, wenn ihr schon Lumo seid, dann seid ihr bei 30.000 Euro Umsatz, die ihr bringen müsst, plus Steuern. Nur so als Randbemerkung. Und nur wenn ihr das erste Mal das macht, müsst ihr sogar 10% mehr bringen. Heißt also, ihr müsst dann sogar 33.000 Euro Umsatz bringen, um den Status zu bekommen. Also das ist schon ein harter Schnack. Da macht das vielleicht schon Sinn, wenn man da was anderes als Programm vielleicht sich aussucht für den einen oder anderen. Ich persönlich fliege gerne mit Finn, er weiß halt, meine Fluggesellschaft ist und weil ich mit denen fliege und ich auch immer denke, dass man mit der Fluggesellschaft, mit der man fliegt, auch den Status haben sollte. Ja, ich weiß. Aber auf jeden Fall sind 2 Millionen Tierpunkte notwendig, um Lifetime Platin-Status, Gold-Status bekommen. Platin-Status mit 3.300.000 Punkten erst. Und dann seht ihr, dass man da halt wirklich die Umsätze machen muss. Und wenn man jetzt sagt, was das heißt, die Sammelrate ist halt, ja, also wenn man bei Null anfängt, muss man 50.000 Euro zahlen. Also das heißt, ihr seht, dass der Lumo zwischen 30.000 und 50.000 eine Sprengung hat. Und das ist halt ein Riesenproblem. Die Awardchart ist auch neuer geworden. Einige beschweren sich darüber, dass es so ein bisschen unfair gewesen ist.
Ich kann es ehrlicherweise jetzt nicht so nachvollziehen. Es sind hier und da ein paar Sachen, die unfair sind, aber die Zuzahlungen sind eigentlich im Regelfall okay. Da gibt es keine Probleme. Wenn wir jetzt zum Beispiel gucken, Flug von Finnland zum Beispiel, was haben wir denn hier von Europa nach Asien, sind in der Business Class 72.500 Avios hin und zurück. Das ist schon okay, da kann man jetzt nicht meckern. Copay werden auch irgendwie 200 Euro, also können wir nichts zu sagen. Ihr könnt ja was dazu sagen, was ihr davon haltet. Dann haben wir einen alten Partner bei den Freunden von Payback, der bleibt und auch gute Punkte bringt. Wer Kinder hat, weiß das, dass Pampers und so weiter teuer ist. Und da gibt es bei DM ja öfters Coupons und DM geht weiter. Der Rewe wird ja ausgetauscht, allerdings erst in 2025. Da kommt dann Edeka. Jetzt auch nicht so ein Problem. Ich mag beide. Ich mag bei Edeka, ich mag Lebensmittel, aber ich mag auch Rewe. Es ist halt einfach nur da, wo man halt gerne einkauft, weil es in meinen Augen ist es eher so eine räumliche Präferenz, wo ich einkaufe. In Berlin kaufe ich im Rewe ein, weil er gerade um die Ecke ist. In Frankfurt kaufe ich im Rewe ein, weil er beim Hyatt um die Ecke ist. Wo gehe ich denn in Edeka, weil er um die Ecke ist? Ich weiß es gerade gar nicht. Aber ich gehe auch ab und zu mal in Edeka. Also, ah doch, in Berlin auch. Aber das ist ein bisschen da beim Daimler-Stadion hinten, wo das IHG-Hotel ist, das Express-Inn und so weiter. Naja, gut, gut, so ist es. Payback macht es weiter. Und damit ist es halt so, dass man da wirklich dann den Vorteil hat, dass man mit DM weiter rechnen kann. Aber wen willst du denn sonst nehmen? Rossmann? Was haben wir denn? Haben wir sonst noch irgendwelche Marken? Schreibt doch einfach mal in die Kommentare rein, welche Payback-Marken ihr oder bei welchen Firmen ihr gerne noch Payback-Punkte sammeln würdet. Ich fände das ja gut, wenn wir bei jedem Einkauf Payback-Punkte bekommen würden. Wobei ich da nicht so viel sammle, weil ich halt nicht oft genug in Deutschland bin, ehrlicherweise. Wir haben das nächste Thema und das ist der IHG Private Sale. Der gibt bis zu 30% auf alles außer Tiernahrung, nein, auf Interconti Kimpton und die Vignette Collection. Und da gibt es halt gerade in den USA viele, viele Möglichkeiten, Rabatte zu kriegen oder aber auch in Lateinamerika. Heißt also, diese Promotion ist halt wirklich für USA, Kanada, Mexiko und für die Karibik. Bis zum 1. Juni. Nur damit ihr es Bescheid wisst. Wer nach Amerika geht, so wie ich, der kann dort buchen. Ich werde von dieser Promotion keinen Vorteil haben. Ich werde meine Freinächte verballern gerade. Ich habe irgendwie gefühlte 10 Freinächte bei Marriott Bonvoy. Ich habe bei Hyatt noch Freinächte, die ich alle jetzt abfackeln muss, weil die sonst verbrennen. Und ich kriege neue Freinächte über die neue Kreditkarte, die ich abschließen werde. Da kriege ich auch nochmal 5 Stück bis 50.000, also 250.000. Deshalb ist das für mich nichts. Und wie ihr wisst, ich habe mich ja von IHG losgesagt, wenn man das so sagen kann. Jetzt um 08:16 habe ich ein Thema, was ich mit einem Kunden besprochen habe. Und zwar hat Lufthansa Miles & More den Mileage Run kaputt gemacht. Lass uns einfach mal erstmal grundsätzlich sagen, das ist ein Mileage Run. Ein Mileage Run ist ein Flug, den man nimmt, nur um einen Status oder die Punkte zu bekommen. Gibt bei den Hotels was Konkurrentes, das nennt sich dann Mattress Run, also Matratzen Run. Und ich bin auch dessen schuldig, da ich das gemacht habe. Ich habe auch meistens Ziele ausgewählt, wo ich eh hin wollte. Singapur, Los Angeles. Also ich bin dann vor Ort gewesen. Ich habe auch natürlich schon mal das gemacht, dass ich hin und Pingpong geflogen bin und nur eine Nacht vor Ort war oder sowas. Das gebe ich auch zu meiner Schande nicht, aber zu meiner Ehrlichkeit einfach dazu. Aber der Kunde sagt, die Lufthansa hat das kaputt gemacht, weil man ja nicht mehr über die Segmente beziehungsweise über die Länge das machen kann, sondern über die Segmente jetzt machen muss. Und wenn man jetzt ehrlicherweise solche Dinge macht, wie ich da zum Beispiel in dem letzten Ding gesagt habe, dass man zum Beispiel von was war es, Oslo, glaube ich, Oslo, Frankfurt, München oder Oslo, München, Frankfurt, Kuwait und dann von Kuwait aus nochmal zum Beispiel nach Addis fliegt oder dann auch die Geschichte macht, man kann ja auch nach Jeddah über Kairo. Also, dass man da wirklich über verschiedene Zonen fliegt, weil Kairo ist ja, das ist ja das Schöne, Kairo. Also, da ist es halt für Lufthansa ein Nachteil, dass Kairo Europa ist, ne?
Und man muss halt der Ehrlichkeit halber sagen, wenn man von Kairo Pingpong fliegt, der einzige Nachteil ist halt, dass man 1000 von den 2000 Punkten auf Senator muss man halt mit Lufthansa fliegen, kannst aber mit einem Verbindungsflug hinkriegen. Du fliegst ja dann quasi die 200, 200 sind 400, plus die 40 sind 480, machst du zweimal, da hast du ja auch voll und dann machst du nochmal irgendwas, keine Ahnung. Also es geht. Aber es sind dann halt keine klassischen Mileage Runs mehr, wo man dann früher sagte, du, ich möchte nach Tokio oder ich möchte nach in die andere Richtung, nach Südamerika zum Beispiel. Die längste Strecke, die es ja im Lufthansa-Netz gibt, ist ja immer noch Buenos Aires mit über 50.000 Statusmeilen. Damals gibt es aber trotzdem jetzt nur noch 200 oder 300 Punkte, wenn mit First Class geflogen wird pro Strecke. Und damit ist das Ding tot. Und ich sage ehrlicherweise, nee, die Ziele haben sich nur geändert. Das heißt also, wenn man jetzt überlegt, einen Mileage-Run zu machen. Zum Beispiel, wenn man sagt, hey, mir fehlen noch Punkte oder sowas, und dann fliegt man halt jetzt nach Tel Aviv. Kann man ja machen, wenn da wieder Frieden eingekehrt ist, oder man fliegt nach Dubai oder was auch immer. Dann ist es halt wirklich nur eine Verschiebung der ganzen Geschichte und in meinen Augen eher sogar eine Verbesserung, weil man gar nicht so viel Zeit investieren muss. Weil überlegt doch einfach mal, wenn ihr früher geflogen seid nach Südamerika, da wart ihr ja richtig lange unterwegs. Jetzt ist es halt 4 Stunden, 6 Stunden Flug und dann ist der Drops gelutscht und dann geht er weiter. Das heißt also, dass ihr im Prinzip wesentlich mehr und zeiteffizienter arbeiten könnt. Deshalb würde ich dann sagen, ist da jetzt ein Kill gewesen? Auch bei Finnair könnte man jetzt rein theoretisch sagen, ist da ein Kill gewesen, weil es nicht mehr über die Segmente geht. Zum Platinum konnte man ja früher mit 150 Segmenten fliegen, nur so als Beispiel, oder mit 450 zum Lumo. Jetzt muss man hartes Cash geben. Sehe ich auch nicht so. Also ich sag mal, wenn man jetzt einfach sagt, man muss da bei Finnair für den Status 80.000 Punkte haben, für den Platin, 80.000 Punkte kannst du durch 9 teilen, dann weißt du, wie viel Geld du ausgeben musst. Und das sind dann halt so Dinge, ja, dann hat man halt einfach solche Ausgaben sozialisiert. Damit ist dann halt so ein Status ran etwas anders geworden, aber er ist einfach nicht grundsätzlich tot. Und was sind die Alternativen? Die Alternativen sind natürlich, Kreditkarten zu nehmen, wo man schon einen Grundstatus hat, aber man hat da nie den besseren Status. Und da denke ich mal, solltet ihr jetzt wirklich noch mal kurz in euch gehen und mir auch die Frage des Tages beantworten. Am Meilenmittwoch, der auch an einem Mittwoch ist, hat die Lufthansa halt diesen Mileage Run kaputt gemacht im Grenzsächsischen. Was denkt ihr über Mileage Runs und habt ihr schon mal Mileage Runs gemacht? Also da ist jetzt eure Meinung gefragt und ihr könnt was zu dem Thema sagen. Ich würde mich freuen auf den Austausch. Ihr könnt auch hier, habe ich richtig getroffen, könnt ihr auch gerne was dazu sagen. Ich freue mich, wenn ihr da mit mir in den Dialog tretet. Also, ich hätte fast gesagt, denkt an die Kanalmitgliedschaft, ans Abo und ans Like, weil wenn ihr schon so lange guckt, wir sind ja hier schon fast bei 20, ne, bei 12 Minuten, waren gefühlte 20 Minuten, die ich geredet habe, dann solltet ihr das auch honorieren. Danke, dass ihr so lange schaut. Als kleines Schmankerl für euch habe ich auch den Deal, so ein Deal für euch mitgebracht. Und zwar ist das ein Aer Lingus Business Class Flug von Budapest nach Dublin und dann nach, ups, das ist falsch, da seht ihr das Falsche, da ist es jetzt richtig, da ist es richtig. Mensch, unglaublich, da haben wir es doch richtig drin. Keine Ahnung, warum er das andere Feld angezeigt hat. Komische Geschichte. Auf jeden Fall seht ihr dann die Strecke 1193 Meilen, 3404 Meilen sind es dann über den Tümpel und dann hin und zurück sind das 9183. Jetzt wollt ihr wissen, where to credit. Da könnt ihr dann gucken. Da gibt es dann für die Strecke, übrigens ist das Buchungsklasse I, gibt es bei Alaska 20.630 Meilen, 9.168 bei United, Aer Lingus sagt 0, was natürlich so auch nicht stimmen kann. Da muss man natürlich dann ehrlich sein und sagen, ja, das ist nicht in Ordnung. Was gibt es noch zu dem Deal zu sagen? Zu dem Deal gibt es nur zu sagen, dass er preislich bei 1.049 Euro liegt. Buchungsklasse I hatte ich erwähnt. Ihr könnt den finden über Google Flights und über die ITA Matrix, könnt ihr dann auch meistens dann buchen. Das ist so der Weg, wie man das machen kann. Und manchmal müsst ihr auch so ein bisschen in der Zukunft schauen. Und manchmal sind die Daten auch so ein bisschen weiter auseinander, Hin- und Rückflug. Da muss man da halt ein bisschen stückeln. Kann das ja auch zum Beispiel machen, dass man einen anderen Flug mit zurücknimmt, dass man zum Beispiel den Flug mitnimmt, hin und zurück und dann den Zwischenflug
woanders hin macht. Ich habe das ja auch schon gemacht, dass ich zum Beispiel einen Flug von New York gefunden habe, der günstig war, nach Helsinki und dann von Los Angeles einfach mit der United für $250 über den Transcon gemacht habe, was dann auch ist. Und dann ist man halt in New York und das war jetzt über New York, wenn ich es richtig im Kopf habe, und kann da dann schön nochmal die Ostküste genießen. Aber denkt dran, die Kanalmitgliederfrage und die Frage des Tages zu beantworten. Und zwar Meilenstein. Habt ihr es gemacht? Welchen habt ihr gemacht? Was denkt ihr über mein Hinweis am Ende, wie immer, bevor der Abspann kommt, denkt dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, Like da zu lassen und Fragen. Ne? Also, bis dann. Ciao und Abspann hier. Thank you.